Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Karrieremodus mit Real Madrid. Wir spielen heute gegen Kopenhagen im Champions Cup. Ich weiß nicht, ob es eine spannende Partie wird. Ich will auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen. Deswegen werden wir diese Partie auch spielen. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was wir denn in der nächsten Zeit alles so zur Verfügung haben an Spielen. Also Kopenhagen wird das nächste sein. Danach geht es gegen Leganes und danach schon gegen die Young Boys Bern. Und dann sind wir mit dem Champions Cup zu Ende. Danach kommen die Spiele gegen Gijón und Valladolid und danach schon wieder Manchester City. Ah nee, genau, die Partie müssen wir dann auch noch. Und dann kommt das große Spiel gegen Atletico Madrid und danach gegen Valencia, danach gegen Barcelona, das El Clásico am 25. Dezember. Wow, das werden auf jeden Fall noch harte Wochen für uns. Deswegen, wir machen heute auf jeden Fall erstmal eine kleine Runde gegen Kopenhagen. Mal gucken, wie wir gegen die Jungs so spielen können und spielen werden. Wir wollen auf jeden Fall irgendwie versuchen, dass wir als Gruppenführer, als Gruppenerster in die nächste Runde gehen im Champions Cup. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen. So, jetzt gucken wir uns mal die Spieler an. Hier ist unsere Jugendakademie. Der hat 88, der hat 94. Ja, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie pushen. Der hat schon einen Wert von 61. Den könnten wir auf jeden Fall trainieren, damit er irgendwie 75 erreicht. Denn wir haben als Zielsetzung, dass wir einen Spieler auf die 75 pushen. Wenn wir es nochmal hier gucken, verpflichte 3 Spieler mit einem Potenzial von über 75 in deiner Nachwuchsmannschaft und sorge für eine Verbesserung ihres Gesamtwerts um mindestens 10 Punkte. Die Frage ist, verpflichte 3 Spieler mit einem Potenzial von über 75 in deiner Nachwuchsmannschaft. Sollen die also quasi in die Nachwuchsmannschaft wahrscheinlich holen? Und wir sollen für eine Verbesserung ihres Gesamtwerts um mindestens 10 Punkte sorgen. Okay. Verbessere 2 Jugendakademiespieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Setze sie in 10 Spielen in der Startelf oder als Einwechselspieler ein. Puh. Okay. Ja, wir werden es sehen. Wir werden die auf jeden Fall trainieren. Ich verstehe noch nicht ganz, ob wir die jetzt erst verpflichten sollen und dann verbessern. Oder ob wir die auch im Jugendstab verbessern können, also in der Akademie verbessern können. Ja, das müssen wir mal sehen. Wir gucken uns erstmal die Mannschaft an. Kovacic ist leider verletzt, aber er wäre sowieso nicht die erste Wahl gewesen, denn wir lassen heute mal wieder Kroos, Rodriguez und Co. spielen. Deulofeu geht raus, Bale kommt dafür rein, Modric kommt rein für Casemiro und dann hätten wir wieder unser Team fertig. Ich denke mal, Marquinhos können wir heute auch mal einsetzen für Varane. Der ist nicht so ganz fit gewesen. Bellerin könnte heute auch mal raus und dafür Danilo rein. Und ich denke mal, dann sind wir auf jeden Fall guter Dinge. Kovacic muss auf jeden Fall raus und dafür könnten wir mal... Ach, wir könnten auch Carvajal mal spielen lassen, sehe ich gerade. Carvajal geht natürlich auch klar. Komm, dann machen wir mal Dani Carvajal. Coentrao. Bellerin. Na, ich glaube, das passt so. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Mal gucken. Mal gucken, wie wir dann gegen Kopenhagen spielen. Also ich denke mal, das wird ein relativ deutliches Match. Hoffe ich zumindest. Denn wir müssen auf jeden Fall Manchester City irgendwie einholen. Wir haben gegen Manchester City leider verloren. Und wir haben eine sehr, sehr deutlich bessere Tordifferenz. Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen Gas geben gegen Kopenhagen. Ich hoffe, dass Kopenhagen uns das nicht allzu schwierig macht, zumindest 2-3 Tore irgendwie zu erzielen. Das wäre schon schön. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins Spiel rein. Willkommen im Champions Cup, willkommen im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Zum Spiel Real Madrid gegen FC Kopenhagen. Ja. Die dänische Top-Mannschaft gegen die spanische Top-Mannschaft. So sieht's aus. Ich glaube, allein aufgrund dieser Konstellation ist der Favorit ganz klar. Aber man weiß ja nie. Wenn Kopenhagen heute sogar gewinnen könnte, dann wird es für Real Madrid sogar schwer, in die nächste Runde reinzukommen. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass wir hier gegen Kopenhagen verlieren. Das wäre fatal. Spieler im Fokus ist Cristiano Ronaldo. Hat bisher ziemlich gute Leistungen gebracht. Aber es geht auch besser. Es geht auch besser, muss man sagen. So richtig in Hochform ist er noch nicht. Aber ich denke mal, das wird er auf jeden Fall noch werden, der liebe Cristiano.
Und ich denke mal, wir gehen jetzt einfach ins Spiel rein und schauen uns an, wie wir gegen Kopenhagen auftreten werden. Carvajal darf jetzt endlich auch mal wieder spielen. Ist zuletzt eher unzufrieden gewesen. Carvajal, oh, starker Ball auf Bale. Der setzt sich hervorragend durch. Bale. Auf Rodriguez, der schießt. Aber ach, das war ein Schüsschen. Olsen hat überhaupt keine Probleme. Aber das war erstmal die erste Standortbestimmung von Real hier an der Stelle. Oh, starker Ball eigentlich. Schön gedacht. Aber schlecht gemacht. So, Carvajal wieder. Bisher hat er mit einem guten Pass bisher geglänzt. Und das war natürlich ein Foul. Keine andere Möglichkeit da irgendwie, außer da zu pfeifen. Modric wieder auf Carvajal. Ja. Kopenhagen steht ziemlich dicht. Wollen keine Räume bieten. Stark von Bale. Und Falk. So, jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Und Ramos ist natürlich zur Stelle. Das war relativ ungefährlich. Benzema. Ah, Zanka sehr gut gemacht. Zanka stand ja auch öfter mal in einer Diskussion, zu anderen Vereinen zu wechseln. Ah, Benzema. Und Zanka klärt wieder. Ist auf jeden Fall einer der besseren Kopenhagener Verteidiger. Genauso wie Quist. Oh, sehr stark gemacht. So, James. James muss jetzt aufpassen. Es kommt keiner so richtig nach. Doch, Marcelo kommt jetzt. Der über den rechten Flügel. Ach. Lässt ein bisschen zu lang laufen. Ja, so richtig große Chancen hatte Real Madrid bisher gegen Kopenhagen noch nicht. Wird sich natürlich noch ändern. Also Kopenhagen stellt sich der Herausforderung und versucht, ihr Spiel einigermaßen aufzuziehen. Aber ich glaube, die Kräfte und die Konzentration wird irgendwann nachlassen. Bisher ist es noch in Ordnung, was sie treiben, aber so richtig zwingend ist das alles nicht. Oh, Marquinhos. Oh, schlechter Ball von Marquinhos. Macht er seinen Fehler wieder wett? Oh, Sonntagsschuss. Aber ein gefährlicher Sonntagsschuss. Stark gemacht von Santander. Nach ihm wurde ja eine ganze Liga benannt. Nein, der war schlecht. So, Benzema. Stark von Benzema. Aber August Dinson lässt sich nicht so einfach depüren. Cornelius. So, schön. Groß. Stark. Rames. Ah. Da hätte der Pass dann noch folgen können. Auf Groß. Ja, so richtig zwingend ist das von Real Madrid auch noch nicht. Ich denke mal, wir gehen mal ein bisschen mehr Vollgas hier. So. Also, wir lassen, glaube ich, Kopenhagen zu lange laufen. Ja, De Gea wird da keine Probleme haben bei der Flanke. So. Na, ja, schlechter Ball von Benzema. Und Kroos. Starker Ball von Ronaldo. Ah, schlechter Ball von Ronaldo. Er hat 33 Minuten gespielt. So nach einer haushohen Nummer sieht das jetzt gerade nicht aus. Noch nicht. So, starker Ball auf Benzema. Und die Flanke kommt überhaupt nicht an. Aber Okure gegen Bale. Da konnte Okure gerade mal noch so retten. Ah. Ich frage mich gerade, ob Ståle Solbakken noch der Trainer von Kopenhagen ist. Der Ex-Köln-Trainer, der Köln ja quasi in den Untergang geschickt hat. Ah, sehr stark. Groß. Ah, schlechter Ball. Ja, Kopenhagen ziemlich sicher hinten. Stehen ganz schön tief.
Dadurch kommen auch nicht sonderlich viele Offensivaktionen von Kopenhagen zustande. Aber auch Real hat es schwer. Oh, stark. Marcelo jetzt. Ah. Marcelo kriegt da den Ball. Nee, Ankersen klärt. Ja, so viele, mega viele Chancen hat. Real hier nicht. Aber das wäre eine super Möglichkeit gewesen. Und Kopenhagen kriegt gar nichts gebacken. Ja, da müssen wir, glaube ich, auf die zweite Halbzeit warten. Was da vielleicht noch passiert. Oder vielleicht jetzt mit dem Angriff. Und Zanka wieder. Ah, der Zanka macht das schon sehr gut. Der steht ordentlich. Naja, 0:0 zur Pause. Real Madrid ist natürlich deutlich stärker, aber die Chancen kommen nicht wirklich. Also so sonderlich viele Chancen hat Real Madrid nicht. Und wenn, dann werden sie nicht reingemacht. Stark, groß. Ronaldo. Manchmal ist es auch ein bisschen Larifari von Real Madrid. Oh, sehr stark gespielt. Carvajal. Und jetzt James Rodriguez, der schießt. Olsen hält. Gute Möglichkeit wieder. Ecke jetzt für Real Madrid. Und Marquinhos, starker Kopfball. Zanka klärt. Oh, ist der stark, der Zanka. Groß. Und wieder Ramos. Jetzt vielleicht mit der Flanke. Ronaldo, aber wieder Olsen. Ja, die Chancen häufen sich hier definitiv. Santander auf Delaney. Santander jetzt auf dem linken Flügel mit Augustinsson, aber geklärt von Real. Da, Rames. So, jetzt Bale, der ist... Ah! Schiedsrichter, lass laufen! Es hätte noch eine gute Möglichkeit werden können. So, Marcelo. Ah, schöner Ball eigentlich auf Carvajal. Der mit der Flanke. Aber zur Ecke geklärt. Ecke mal wieder für Real Madrid. Mal gucken, was daraus wird. Benzema! Bale! Ah! Oh. Und da wurde er geblockt. Der konnte nicht nochmal an den Ball. Ärgerlich. Aber jetzt hat Real Madrid das Spiel deutlich im Griff. Uff. Gut, dass da Olsen nochmal dran gekommen ist. Rodriguez war zur Stelle. Oh, stark von Kroos. Und oh, Benzema, wieder Olsen. Also der hat sich auf jeden Fall eine Top-Note verdient. Definitiv. Falk. Jetzt mal wieder der Versuch von Kopenhagen, der wieder gestört wurde. Also Kopenhagen kriegt hier gar nichts auf der Kette. Oh, jetzt aber vielleicht. Santander. Und Carvajal steht genau richtig. Und wieder der lange Ball von Real Madrid. Ah, stark. Benzema. Auf James Rodriguez. Ah, Ankersen. Stark. Oh mein Gott, haben die ein Glück hier gerade. Die kämpfen wie Sau. Das Glück ist natürlich immer mit den Tüchtigen. Sehr stark von Ramos. Und wieder Real Madrid. Also das ist ein gutes Spiel. Bale, Bale, Bale und wieder Olsen. Mein Gott. Real Madrid verzweifelt hier an Olsen. Unglaublich. Wieder Ecke. Wieder Real Madrid. Wieder nichts. Augustinsson. Ah, es ist, das war schwach. Und Ramos, sehr stark. Und wieder Real Madrid, wieder der Angriff. Sehr stark, wie sie das hier spielen. Und sehr stark, wie Kopenhagen hier kämpft, aber die haben Probleme. Die kriegen im Moment den Ball gar nicht mehr so richtig raus. Sehr stark. Benzema. Modric. Benzema. Groß. Oh, wird gelegt. Wird gelegt. Es könnte eine Karte geben.
Rot wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig, wenn ich ehrlich bin. Rot wäre, glaube ich, zu heftig. Aber es sieht mir stark nach Rot aus. Nein, Gelb. Gelb, alles gut. So, Ronaldo. Mal gucken, was daraus wird. Ronaldo! Ah! Das wäre die Chance gewesen. Und der Konter von Kopenhagen wurde wieder nix. Ah, schwacher Ball. Aber Kroos, er kämpft sich den Ball wieder. So, weiterhin Real Madrid. Modric. Ah. Sie sind so eng gestaffelt. Ich denke, wir wechseln. Was machen wir denn jetzt? Ja, komm, Morata können wir reinnehmen. Morata und Deulofeu. Und Dele Alli. Es muss so langsam was werden hier. Es muss so langsam was werden. Mal gucken, ob die neuen Jungs was zeigen können. Totaler Angriff jetzt. Für Real Madrid. Und Modric. Ah, schade. Morata. Und wieder nix. Aber weiter. Real Madrid, guckt euch an, wie tief Kopenhagen hier steht. Stark. Marcelo. Marcelo. Schießt. Das ist es. Marcelo. Von ihm habe ich es erst recht nicht erwartet. Von ihm habe ich es erst recht nicht erwartet. Das ist das 1:0. Und es war hoch verdient jetzt. Kopenhagen kam aus der Verteidigung gar nicht mehr raus. Guckt euch mal an, wie viele Männer da von Kopenhagen standen. Und jetzt endlich ist es soweit mit dem 1:0. Das Spiel wurde doch knapper als gedacht. Knapper insofern, nicht, dass es knapp spannend war, sondern die Frage war, schafft es Kopenhagen irgendwie? Oh, stark. Deulofeu jetzt, Deulofeu. Und das ist das 2:0. Jetzt ist es natürlich ganz klar. Jetzt ist es natürlich klar. Sehr stark ausgespielt von Real Madrid. Jetzt kann Kopenhagen natürlich sich nicht mehr wirklich halten hier. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Für Kopenhagen. Zwei Tore direkt hintereinander. Ja. Real Madrid gewinnt das Spiel hier. Morata macht nochmal das 2:0. Marcelo macht das 1:0. Es war eine harte Partie. Es war eine harte Partie. Abwehrriegel bei Kopenhagen. Sie haben alles versucht, irgendwie das zu verteidigen. Aber letztendlich war Real Madrid dann doch zu stark für die Mannschaft aus Kopenhagen. Man sieht es an der Schussstatistik. Es ist einfach ganz klar. Naja, wir haben auf jeden Fall gewonnen. 2:0. Das ist eine sehr, sehr gute Partie gewesen. Auch wenn wir viele, viele Chancen einfach liegen gelassen haben und nicht durchkamen und so weiter und so fort. Manchester City hat übrigens nur 1:1 gespielt. Also auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Also von daher alles in Ordnung. Ronaldo vergisst das Tore schießen. Er ist gerade in einer Krise anscheinend. Naja. Heute musste Cristiano Ronaldo schon sein 6. Spiel in Folge ohne Torerfolg hinnehmen. Naja, naja, naja. Also halb so wild eigentlich. So schlimm ist es nicht. Das nächste Spiel wird dann gleich auch noch folgen. Ich denke mal, na, gucken wir mal ganz kurz. Ja, ich denke mal, wir werden das in der nächsten Folge dann simulieren. Wir simulieren erstmal bis zu diesem Tag hin. Das Spiel wird dann gegen Leganes sein. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich, machen. Mal gucken. Ach komm, wir machen das jetzt. Komm. Ich habe mich entschieden, wir machen das jetzt. Wir simulieren, mal gucken, was die Mannschaft so sagt. Ja, die Mannschaft ist gerade noch so, gerade noch fit. Okay, dann Spiel gegen Leganes, ein bisschen simulieren. Mal gucken, was die Jungs denn so drauf haben. Ob sie gegen uns eine Chance haben oder nicht. Vielleicht trifft Ronaldo dann auch mal wieder. Ronaldo trifft, ja natürlich, in der 20. Minute das 1:0. Nach 6 Spielen in Folge macht er das Ding. Bale. Nach 32 Minuten das 2:0. Also Morata kommt nochmal für Benzema. Carvajal hat sich leider verletzt. Schade. Danilo kommt für Carvajal. Rodriguez mit dem 3:1. Oh, ich habe noch ein Tor verpasst. Ja, Szymanowski. Ja.
Und gewonnen haben wir auch. Also von daher alles gut, alles easy. Wir sind glücklich, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Wir trainieren nochmal eine Runde. Bellerin darf auf jeden Fall, ja. Dali Alli können wir auch so lassen. Varan. Ich glaube, Varan machen wir mal wieder ein bisschen, weiß nicht, da machen wir irgendwen anders. Ødegaard, Casemiro könnten wir machen. Komm, machen wir, oder? Ah, wir könnten auch die anderen. Ah, wir müssen mal ganz kurz gucken, was die anderen... warte mal, nee, wir machen das jetzt erstmal so. Kann man hier sehen, was die alle für ein Potenzial haben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die haben alle ein gutes Potenzial. Hier, dieser Čermák. Der Čermák ist ja bei 61. Wir müssen ja irgendwen auf 75 pushen. Dann warum nicht dann den, würde ich mal fast behaupten. Er ist ein rechter Flügelspieler. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal Chancenerarbeitung bei ihm trainieren. So, dann gucken wir mal, wie er sich pusht. Ich hoffe, er pusht sich. Alles andere wäre fatal. So. Ja, hat sich ein bisschen gesteigert. Nur ein bisschen. Also nicht besonders viel. Das muss ich auf jeden Fall in den nächsten Trainingseinheiten bessern. Definitiv. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe Deutschland abgegrast. Okay. Dann können wir mal wieder Spanien machen. Vielleicht hat er da, findet er ja da irgendwas. So, Carvajal wird leider für 7 Wochen ausfallen. Das ist natürlich eine bittere Pille, aber damit müssen wir jetzt leben. Es gibt jetzt erstmal eine kleine Länderspielpause, soweit ich mich erinnere. Und dann geht es weiter gegen die Young Boys aus Bern. Also, das wird auch nochmal ein spannendes Match. Champions Cup gegen Bern. Danach gegen Gijón. Danach gegen Valladolid. Und dann geht es richtig rund im Dezember. Manchester City, Atletico Madrid, Valencia und der FC Barcelona. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend in den nächsten Folgen. Ja, diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. To get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Fuck all that shit, just let me go.